Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell hier am Halja-See am Start sind hier mit dem Hühnerflugspiel im letzten Part hergeflogen und haben hier noch eine Höhle, die wir erkunden müssen. Im letzten Part ordentlich Geisterseelen abgeräumt auf jeden Fall. Das war richtig nice. So, haben wir hier Gegner? Okay, so Muscheln. Die können wir töten. Ist nur ein bisschen... Was? Warum darf ich nicht zum Mensch werden? Hä? Warum darf ich nicht zum Mensch werden? Ich darf nicht zum Mensch werden. Woran liegt das gerade? Achso, ich weiß woran. Ich habe B gedrückt. Ich bin so doof. Ich bin ja so doof. Okay, wir müssen da runter. Und wir müssen denen das Gehirn rausziehen. Aber das wird, glaube ich, nicht so leicht. Boah, ist das dunkel, oder? Ach nee, müssen wir ja gar nicht. Nee, die müssen wir ja angreifen. Aber ich habe kein Schwert. Okay, die kann ich... Okay. Ich habe das gerade stark verwechselt. Oh Gott. Okay, wir hauen wieder ab, Leute. Wir hauen wieder ab. Wir können hier nichts machen. Ah, Mist. Okay, da müssen wir uns dran erinnern. Wir brauchen hier auf jeden Fall das Schwert. Ansonsten kommen wir hier noch nicht weiter. Bin ich mir zumindest sicher, oder? Habt ihr noch eine andere Idee, wie man die töten kann? Ich glaube... Die kann man halt nicht aus der Ferne töten, weil die müssen ihren Mund aufmachen. Das ist, glaube ich, das Blöde daran. Deswegen, wir machen jetzt erstmal Tag. Wir jumpen mal hier runter. So, ich habe euch mal das Geschwimme vorweggenommen. Das braucht ja jetzt keiner. Sack hier nochmal schnell die 20 Rubine ein. Und ich werde jetzt mal noch ein bisschen am Grund des Wassers umherlatschen. Denn es gibt hier auf jeden Fall irgendwo noch eine Truhe zu holen. Wo genau das war, bin ich mir gerade aber auch nicht hundertprozentig sicher. Dementsprechend müssen wir mal kurz Ausschau halten. War das nicht hier sogar? Irgendwo. Ich würde mich fast mal hier runter diven lassen und dann mal ein bisschen genauer gucken. Ich glaube nämlich, in irgendeiner Ecke gibt es eine Truhe zu holen. Braucht man aber, wie gesagt, halt die Eisenstiefel für. Genau. Ich glaube, das ist auch schon die Truhe, die ich suche. Und ich hoffe, es ist die einzige. So, mal gucken, was hier Schönes gibt. Es ist wieder ein Master Key für den Seeschrein. Ach du Kacke. Ist wahrscheinlich Lake Bed. Genau. Okay, schön, ja. Aber, halt auch wieder komplett durcheinander. Also es wäre cool, wenn wir halt wirklich erstmal irgendwie einen vervollständigen können. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch irgendwo eine Schatzkiste? Ich schaue mich nochmal ganz kurz um. Und dann, wenn wir hier nichts mehr finden, würde ich sagen, wir starten mal mit... mit der Christa, mit dem Ballonspiel. Ich glaube, das war's hier. So, Leute. Erstmal einen Schluck schönen Kaffee. Wir nehmen hier wieder schön früh auf. Und da brauchst du halt deinen Kaffee. Damit es dir gut geht. Damit du wach wirst. Und einfach als zusätzlichen Energy-Schub. So, ich glaube, hier gab es keine Kiste weiter, oder? Falls ich hier noch irgendwas vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also klar, man könnte jetzt auch in die Höhle gehen. Aber das würde ich gerne erst später machen. Oder halt wirklich in allerletzter Not. Weil am liebsten würde ich halt gleich die Höhle komplett abschließen. Und das kann ich halt erst, wenn ich... wenn ich eine Lampe habe. So, oder bist du ja wieder? Nichts weiter. So, gut. Wir holen uns hier mal das Hühnchen.
den Flugkumpanen. Und dann geht unser Spiel auch schon los. Ah, ich weiß gar nicht. Wir müssen, glaube ich, 10.000 Punkte machen. I'm not sure. So, ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich das Game gezockt habe. Aber man kann auf jeden Fall ein schönes Item gewinnen. Der Clou bei der Sache ist, du musst immer dieselben Früchte hintereinander einsammeln. Heißt also, jetzt werde ich nur noch Erdbeeren einsammeln, weil Erdbeeren bringen die meisten Punkte. Und mit jeder weiteren Erdbeere, die ich einsammle, also ich gehe mal davon aus, dass es Erdbeeren sind, habe ich einen Multiplikator. Das ist halt das Krasse bei der Sache. So. Wir müssen nicht jede Erdbeere einsammeln, um die 100% zu bekommen. Um die 100% zu bekommen, um den Gegenstand zu bekommen. Uns reichen normalerweise so viele, dass wir die 10.000 Punkte schaffen. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Und wir kriegen jetzt schon 1280 Punkte pro Frucht. Ich glaube, das war's auch schon. Ich denke, mehr brauchen wir eigentlich nicht für das Item. Guck mal, Alter, wie viele Punkte wir bekommen. Wir sind trotzdem mal so frei und sammeln weiter ein. Oh oh. Nein, ich hab's verkackt. Ach komm schon. Ach, hätte ich mal... Ich weiß nicht, wie hätte ich denn das denn machen sollen? Das war jetzt dumm. Ach kacke. Darf ich gleich nochmal? Oder muss ich nochmal singen? Wie schwach, Alter. Ich werde von einem Vogel beleidigt. Manu. Okay. Ein erneuter Versuch. Ihr habt die Regeln wahrscheinlich verstanden, die das Spiel noch nicht kannten. Jetzt sind wir besser. Hoffe ich. Aber ich konnte nicht weiter rumlenken. Das, ja, war doof. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsspiel. Glaube ich. So von den Minispielen hier in Twilight Princess ist das mein Lieblingsspiel. Aber es sind, glaube ich, auch gar nicht so viele. Mir fällt jetzt eigentlich auf Anhieb auch nur noch das Minispiel ein mit dem Enterhaken. Habt ihr da gerade noch eine Idee, was es für ein Minispiele gibt hier? Das ist gerade das Einzige, was mir einfällt mit dem Enterhaken. Ansonsten bin ich gerade irgendwie auf dem Holzweg. Was gibt's denn noch für Minispiele hier? Oh shit. Ah. Ich glaube, hier muss ich eigentlich auch A drücken und mich schmal machen. Das habe ich gerade ein bisschen verkackt. Aber gut, die habe ich eben auch schon nicht eingesammelt, die Erdbeere. So. Na komm, ich nehme jetzt das Ding hier mit. Was soll's? Wie gesagt, ich brauche, glaube ich, eh nur die 10.000 fürs Item. Sollte reichen. Zack. Okay, liebe Leute, dann müssten wir ein Item erhalten. Und wir sind auch noch gleichzeitig hier angekommen. Jo, du hast die 10.000 Punkte geknackt und dafür kriege ich eine Geisterseele. Naja, warum nicht? Schaffst du ja noch die Höchstpunktzahl. Nee, ich glaube, es gibt kein Special Item mehr dafür, oder? Für die Höchstpunktzahl. Ich glaube nicht. So, dann würde ich sagen, wir machen gleich mal Nacht. Denn es gibt hier keine Geisterseele dafür. Doch, da drüben. Wir müssen da nur ein bisschen klug sein, wie wir das anstellen. Und sie hier, ich glaube... Kam hier nicht Monster? Nö? Okay, dann nicht.
Oder vielleicht muss man das als Mensch machen? Das muss man als Mensch machen, ja? Okay, warte, ich heule mal schnell den Stein an. Erst mache ich den. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Also ich mache das immer so, damit ich halt erst diese blauen Flecken sehe. Die Noten quasi. Und dann gehe ich einmal einfach durch. Ist so mein schnellster Weg, das zu tun. Man kann natürlich auch auf den Stein hören und versuchen, die Noten zu erkennen, die Notenhöhen. Aber ich habe das schon immer so gemacht. Na, gut, gute Musik. Auch eine ganz epische Szene immer aus diesem Spiel. Toll. Ha, okay, wo werden wir diesen Wolf finden? Ist das der von Hyrule? Ja, ne? Ich glaube schon. Der müsste vor dem Tor stehen. Oder? Mal gucken. Nee, okay, der steht nicht vor dem Tor von Hyrule Schloss, sondern vor Hyrule Stadt. Aber der ist leicht zu finden. Und da liegt jetzt halt auch einfach ein Item, was halt auch voll cool ist. Ja, angeln können wir halt auch. Ah, es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt so schöne Sachen, die wir jetzt machen können. So, die Frage ist, klappt das jetzt, wenn wir hier rüberjumpen? Kann halt in die Hose gehen. Geht's aber nicht. Sehr schön. Hallo, liebe Geisterseele. Komm doch zu mir. Oh. Hä? Ich bin zu weit unten, oder? Jetzt. Jump und weg damit. Oh, der Schlafzimmerschlüssel. Also wir kriegen hier einen Bossschlüssel nach dem anderen. Ist ja auch super interessant. Ja, der Schlafzimmerschlüssel. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie wieder heile zurückkommen. Ich hoffe. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, Insekten gibt es hier natürlich auch. Das ist schon das eine, was da hängt. So. Nein. So. Und das ist ein fetter Herzcontainer einfach, Alter. Die Musik. So, zack. Und ein Insekt. Bam, und ein neuer Herzcontainer. Ist das gut. So, müssen wir jetzt hier eigentlich gegen Monster kämpfen? Ich glaube schon, ne? Nicht? I'm not sure. Hi. Jetzt kommen die Monster, ne? Ja. So. Na dann. Feuer frei, meine Lieben. Ich habe die auf der Brücke auch noch nicht besiegt, ne? Da könnte ich jetzt theoretisch auch hin. Als Wolfsgestalt geht das ja relativ easy. Drei Stück. Okay, erst der da. Hä? War das? Zack, Alter. Jawohl. Oder zack, zack. Erledigt. Normalerweise muss man die als Mensch töten. Hä, war das? Komm hier los, Ida! Verschwinde, sonst wirst du doch zum Pelzmangel gemacht. Was? Jetzt einfach als Wolf hier drin. Oh, hab ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erstmal einen vielen Dank. Ich bin Tina. Aber abgestürzte Felsen haben den Fluss blockiert, deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch kein Problem sein, kein Problem. Wirklich? Oh, das würde mir sehr helfen. Also dann, würdest du dich erst einmal um diese Felsbrocken dort kümmern? Du bekommst Bomben und Pfeile von mir. Kombiniere sie zu Bombenpfeilen und spreche ihn. Ja. Ich, werde das mal kurz zum Mensch, ja? Und dann können wir kombinieren. Das wäre fast in die Hose gegangen, ey. So, jetzt Kombi. Bam, Bombenpfeile. Ah, das ist doch so geil. Ich liebe Bombenpfeile. Das ist so gut.
Aber freut euch nicht zu früh, im letzten Randomizer haben wir das auch bekommen und ich dachte, geil, jetzt haben wir Bomben und Pfeile bekommen. Aber nee, du bekommst halt einfach nur für die Zeit des Spiels dieses Item und bekommst dann halt unten am Ende ein, ja, ein anderes Item. Und die Bomben sind dann wieder weg. So war es beim letzten Mal auch. So, aber das ist relativ easy. Wir müssen hier einfach nur Felsen wegbängen, weil hier halt alles blockiert ist. Und im Endeffekt ist das auch noch ein Minispiel, wo du halt, ich glaube, 25 Punkte schaffen musst. Das kann relativ schwer sein. Siehst du, jetzt aber doch noch ein Minispiel. Also das mag ich aber auch nicht so gerne. Das mit den Früchten mag ich schon ganz gerne. Weil ich finde halt, die Art zu lenken ist hier sau schwierig. Es geht irgendwie, klar. Aber du wirst hier mehr umhergetrieben und kannst das so leicht beeinflussen. Minimal. Je nachdem, wie du dich hier mit dem Boot so anstellst. Aber eigentlich ist es echt höllisch schwer. Ja, und dann kann man hier halt in dem Minispiel, was man dann freispielt, so komische Vasen zerschießen. Und dann glaube ich ungefähr 30 Punkte machen insgesamt. Und jedes Mal, wenn du aber irgendwo aneckst mit dem Boot, verlierst du einen Punkt und das macht es halt schwierig. So. Das ist die Aushilfe, by the way. Juhu, das geschafft. So, jetzt kriegen wir aber erstmal unsere erste Belohnung. Die lässt hier noch schön Rubine fallen. So, das meine ich hier schon mal. Guck mal, dieser Fels. Was ist denn mit diesem Fels los? Okay, das habe ich jetzt ganz gut umschifft. Aber manchmal klatschst du da halt auch dreimal dagegen, verlierst schon 3 Punkte. Und kannst eigentlich nicht mehr was dafür. Ist schon ein schwieriges Spiel, finde ich. So, und hier noch ein Fünfer. Jawohl. Ja, so haben wir jetzt auf jeden Fall einige Minispiele, die wir machen können. Unter anderem können wir, wie gesagt, auch noch angeln gehen. Da gibt es 2 Items zu holen. Oh Gott, das wird jetzt auch wieder ein schöner Klatscher. Zack, das wären auch schon wieder 2 Minuspunkte gewesen. Yay. Da kommt der nächste. Ich bin super. Ich bin so super in dem Spiel. Hier kannst du natürlich schon ein bisschen vorarbeiten und kannst das wegsprengen. Hast du schon mal ein bisschen weniger, wo du dran klatschen kannst. Ich klatsch trotzdem gegen was dran. Also ihr merkt, das ist ein richtig schönes Spiel hier. So. Und theoretisch, wir können uns jetzt, glaube ich, einfach hoch teleportieren, ne? Und das dann eigentlich nochmal machen. So, ich bin mal gespannt, was wir Schönes bekommen. Also ein Item ist uns sicher. So, dann. Zeig mal her, was du Schönes hast. So, ich sagte, das Bombentasche darfst du behalten. Wir kriegen aber die Schildattacke. Okay, eine weitere okkulte Kunst. Sehr schön. Bye, bye. Okay, können wir uns dorthin teleportieren? Können wir. Wir haben echt viele Teleporter schon freigespielt. Das wäre jetzt der hier. Flussoberlauf. Ich würde sagen, eine Minispielrunde machen wir noch. Und dann ist Schicht im Schacht für heute. So, schauen wir mal, ob ich das auf die Ketten kriege.
Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin wirklich schlecht in dem Spiel und wir brauchen, glaube ich, 25 Punkte, um den Preis zu erhalten. Oh, schöne Musik. Ah, willkommen, danke. Ich konnte meinen Chef wieder öffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach es dir ruhig bequem. Natürlich kannst du dir auch ein Boot mieten. Lass es mich einfach wissen. Jo, lass mieten. So, Kanufahrt. Jo, Boot mieten. Alles gut, steig ein. Sag ich nochmal was wegen Punkten? Nee. Ich glaube, wir brauchen 25. Oder? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir brauchen 25. So, jetzt am Anfang ist eigentlich scheißegal, wie wir fahren, weil wir haben ja 0 Punkte. Sobald wir Punkte haben, müssen wir halt echt aufpassen. So, jetzt müssen wir halt immer diese Vasen da abschießen. So. Und halt versuchen, mit dem Boot so zu manövrieren, dass wir nirgendwo dagegen klatschen. Was ist das für ein komischer Spin-off, den wir da gerade hören? Hört sich anders an. Ah, shit. Jo, Hammer. Keine Ahnung. Hört sich gerade echt komisch an, die Musik. So, warte mal. Ich glaube, ich muss so, dass ich gleich ein bisschen weiter drüben rüberkomme. Ja, das sieht ganz gut aus. Bis jetzt läuft es ganz gut. Aber das muss, wie gesagt, nichts heißen. Oh shit. War ja voll daneben. Denn du kannst halt im letzten Moment auch 5 Punkte einfach verlieren, weil du 10-mal gegen irgendwas Dummes ranfährst. Das geht halt in dem Spiel hier so schnell. Da geht's schon los. Seht ihr, das meine ich. Jetzt hänge ich hier ganz beschissen in der Ecke fest. Das ist so kacke. Ganz ehrlich, das hasse ich an dem Spiel wie die Pest. Du kannst nicht mal was dafür. Du verlierst hier einfach 1000 Punkte. Hab ich jetzt was verpasst? I hope not. Ich glaube, ich sollte das lenken lassen. Aber ich glaube, das Game habe ich schon verschissen. Die Runde zumindest. Ah, einfach so schlecht, ey. Ich kann da halt echt nicht viel machen, ne? Es passiert halt einfach. So, wie viele Punkte habe ich jetzt insgesamt verloren? Guck mal, das war doch gar nicht so schlecht. Ich hätte 2-mal weniger irgendwo dran fahren müssen. Ich habe aber an einer Ecke habe ich 4 Punkte verloren. Oder so. Richtig beschissen. Ich hasse das Game. Das ist so schlecht. Menno, ärgert mich das. Ich würde aber einfach sagen, das machen wir im nächsten Part nochmal. Oder ich zeige euch jetzt halt nochmal einen perfekten Run irgendwie am Ende. Das könnten wir auch machen. So, ich glaube, ich kriege jetzt nicht großartig was, oder? Kriege ich ein Item? 25 brauche ich. Ah, komm, wir machen es nochmal. Und ich zeige euch dann quasi das Endergebnis einfach, wenn ich einen perfekten Run geschafft habe, okay? Ich habe 26 Punkte erzielt, damit bin ich auf jeden Fall durch. Eieieiei, okay, gut. Bin trotzdem 4-mal, glaube ich, irgendwo dran geklatscht. 30 Punkte kann man, glaube ich, insgesamt erzielen. Ist halt echt schade. Ne, es ist schon ein schwieriges Spiel, aber ich habe es gleich in der zweiten Runde geschafft, da bin ich echt stolz drauf. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir uns noch schnell die Belohnung an, würde ich sagen.
und sacken hoffentlich was Gutes ein. So, 26 Punkte und wir bekommen, oh, den großen Köcher. Das ist geil, das gefällt mir. Dann können wir das hier schon mal erweitern. Sehr schön, danke. Besuchen uns bald wieder. Sehr gut. Item-Erweiterung auch immer sehr, sehr nützlich. Auf jeden Fall. Viele Pfeile sind gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Dann am Flussoberlauf der Soras. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi.